Mit der Gottesmutter geht es jedes Jahr los. Und das ist auch unter Wallfahrtsdirektor Erwin Reichert nicht anders. Die Menschen ziehen vom Kirchplatz zur großen Waldlichtung. Was immer gleich erscheint und ähnlich abläuft, ist doch immer anders. Denn was die Menschen hierher bringt, ist immer etwas anderes. Sie kommen ganz häufig mit ihren Herzensanliegen, mit Gebetsanliegen nach Maria Vesperbild. Das mag daran liegen, dass Vesperbild vielen als Kraftort gilt. Oder auch einfach daran, dass sich so viele tausend Menschen zu Gebet und Gottesdienst versammeln. Maria Vesperbild berührt die Herzen. Festprediger an diesem Abend war der österreichische Zisterziensermönch Karl Wallner aus Heiligenkreuz bei Wien. Er fesselte die Menschen mit einer Predigt, die das Gebet und die Mission in den Mittelpunkt stellte. Denn Mission sei Werbung und wer nicht wirbt, der stirbt, so Wallner. Er forderte alle Gläubigen auf, für ihren Glauben Werbung zu machen und fragte in das Herz jedes Einzelnen hinein: Wofür betet ihr heute Abend? Warum seid ihr hergekommen? Pater Wallner begeisterte, auch seinen Gastgeber, Wallfahrtsdirektor Erwin Reichert, der seit Studienzeiten mit dem Abt von Heiligenkreuz befreundet ist und so auf den berühmten Prediger Wallner aufmerksam gemacht wurde. Er hat uns wirklich angefeuert und ich glaube, da ist jedem was geblieben. Gerade auch, dass wir uns wieder mehr bemühen, in den Himmel zu kommen. Das geht ganz verloren, als ob das ganz normal wäre, dass man in den Himmel kommt. Aber im Evangelium scheint es anders zu sein. Da heißt es, bemüht euch, mit ganzer Kraft ins Reich Gottes zu gelangen. Denn weit ist der Weg und breit die Straße, die ins Verderben führt. Nach der Messe zogen die Gläubigen durch den Wald. Mit Kerzen, Gebeten und Gesängen. Jeder einzelne von ihnen wahrscheinlich mit seinen ganz eigenen Gedanken beschäftigt. Ganz sicher wirkten auch die Fragen aus der Predigt nach. Wofür betet ihr heute Abend? Warum seid ihr hergekommen? Was ist euer Gebetsanliegen? Es sind Momente, die sich ins Herz brennen, wenn man mutig genug ist, sich darauf einzulassen. Ich bin einfach gern mit der Mutter Gottes unterwegs, weil mich die im Leben beschützt und begleitet und da kann kommen, was will. Und darum bin ich aus Überzeugung einfach hier und freue mich und möchte mit ihr den Tag einfach ausklingen lassen. Ich bin jedes Jahr hier. Das muss man einfach machen. Ja, warum? Mutter Gottes zieht uns so an. Die ganze Atmosphäre ist wunderbar hier. Ich bin eigentlich sehr oft schon da gewesen in den letzten Jahren. Immer geht es halt nicht von der Zeit her, aber die ganze Aufmachung, die Kulisse, der Teppich, zur Ehre der Mutter Gottes natürlich, ist ganz klar, darf man hier nicht fehlen. Etwas für jüngere Leute, es hat alles angesprochen. Es war ein toller Abend, sagen wir mal so. Die Predigt hat mir sehr gut gefallen, war ein bisschen was zum Lachen, aber auch dabei wieder mit Mission. Das finde ich sehr schön, dass das wieder mehr betont wird mittlerweile in der Kirche. Das ist für mich jedes Mal wieder aufs Neue ein Highlight hier. Ich komme schon Jahrzehnte hierher und es ist immer wieder aufs Neue wunderbar. Wie hat Ihnen die Predigt gefallen heute? Super, sehr ansprechend. Muss man ehrlich sagen, also ein Top-Redner. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig, das bringt es wohl recht gut auf den Punkt. Und spitzenmäßig hat auch die Organisation geklappt, worüber sich wahrscheinlich niemand mehr gefreut hat als Wallfahrtsdirektor Erwin Reichert, der an diesem Tag zum ersten Mal dieses Hochfest als Verantwortlicher erlebt hat. Ich bin sehr erleichtert. Das war für mich sehr spannend, wie das heute alles abgeht. Und wenn man da die oberste Verantwortung hat, hoffentlich wird alles gut, hoffentlich klappt alles. Ich habe die Leute auch gesehen, die ganz nervös waren. Und ja, ich wollte es halt auch recht machen. Und das ist natürlich aufregend. Am Ende der Lichterprozession durch den Wald versammelten sich die Menschen rund um die Mariengrotte. Ein Meer von Blumen zu Ehren der Mutter Gottes, flankiert vom flackernden Lichtschein der tausenden Kerzen. Hier beim Schlusssegen verdichtet sich die Atmosphäre noch einmal auf den einen Menschen, um den es hier geht. Wegen ihr, wegen Maria, sind alle an diesem Tag hierher gekommen. Denn, so hatte es Pater Wallner in seiner Predigt noch einmal in Erinnerung gerufen, unser Ziel ist der Himmel.